Während der 2,5-tägigen Kontrollen an der deutschen Grenze Ost sind auch Ermittler der Sondereinheit Cargo im Einsatz. Die Beamten des LKAs Sachsen-Anhalt jagen Tätergruppen, die meist aus Polen stammen. Cargo, das ist ein Projekt, welches sich um die Planschlitzer in Deutschland und ganz Europa kümmert. Also wir versuchen, dieses Phänomen des Ladungsdiebstahls, des Planschlitzens einzudämmen und die Polizeien besser zu vernetzen, um dieses Phänomen besser bekämpfen zu können. Glauben Sie, Sie finden heute was? Wir hoffen es. Wir gehen davon aus. Planschlitzen, um die Lkw-Ladung zu stehlen, boomt. Allein in Brandenburg gab es im vergangenen Jahr über 900 Fälle, so viele wie nie zuvor. Schaden bundesweit 1,5 Milliarden Euro. Die Gewinnmargen sind zu verlockend. Hier sieht man an dem Lkw ganz besonders Versuche von Planschlitzen. Die gucken meistens rein. Wenn man hier das aufklappen würde, würde man sehen, was draufsteht. Die sehen die Paletten, die Produkte, die da hinten drauf sind. Meistens halten sie ihre Handys rein, machen Fotos, verschicken das. Und dann hast du auf der anderen Leitung von den Telefonen dann meist jemand sitzen, der dann entscheidet, das kann ich gebrauchen oder nicht. Und dann wird das hier gleich umgesetzt, eingeladen und weg. Planenschlitzer gehen trickreich vor. Speziell umgebaute Fahrzeuge kommen zum Einsatz. Ja, hier kann man anhand dieses Bildes eine besondere Vorgehensweise erkennen. Hier nutzt man diese Schlafkabine auf diesen Kleintransportern, indem man an den parkenden LKW ranfährt. Dann guckt man hier oben aus diesem Fenster raus, macht den Schlitz in dem LKW und kann von oben dann am besten in den Anhänger reinschauen. Und das nutzt man dann aus. Wenn dann die Ladung positiv beschieden wird, dass man die stehlen kann, dass man die gebrauchen kann, dann kommt zum Beispiel so ein LKW mit ran. Hier ist eine Tür mit eingebaut, die geht dann auf und dann kann man direkt in der Nachbarschaft von dem LKW in den anderen das per Hand rüberreichen. Die Banden sind europaweit und in der Regel nachts aktiv. Die Täter gehen arbeitsteilig vor. Eine Gruppe schlitzt, eine transportiert. Wieder andere sind als Aufklärer im Einsatz, um Polizeikontrollen zu umfahren. Aus Angst steigen die Fahrer nicht aus. Wie lukrativ dieser Kriminalitätszweig ist, zeigt eine Razzia vor ein paar Wochen im polnischen Gorzów. Die Stadt kurz hinter der deutschen Grenze ist nach Recherchen von Spiegel TV eine Art Hauptquartier der Planenschlitzer. An der Razzia sind 200 Polizisten und Beamte der polnischen Zoll- und Finanzbehörden, tschechische, österreichische und deutsche Fahnder beteiligt. Es werden Waren im Wert von 100.000 Euro beschlagnahmt. Die Ermittler, die nicht gezeigt werden dürfen, beschlagnahmen außerdem Vermögen im Wert von 600.000 Euro. 10 Tatverdächtige sitzen in Haft. Nach meinen Informationen gehören die Mitglieder der Gang zur Hooligan-Szene eines lokalen Sportclubs. In diesem Fall ist es so, dass die Gruppe hermetisch abgeschirmt agierte. Dadurch waren die Ermittlungen sehr schwierig. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Sie haben auch die Vorgehensweise während ihrer Beutezüge immer mal verändert. Es war für uns sehr schwierig, die Gruppe zur Festnahme zu bringen. Sechs der Verdächtigen werden von SEK-Beamten auf frischer Tat beim Entladen gestohlener Lkw-Ladungen festgenommen. Die Bande ist, typisch für organisierte Kriminalität, streng hierarchisch organisiert. Mit einem Chef an der Spitze und Helfern, die mit 1.000 Euro pro Tour entlohnt wurden. Die geklaute Beute wurde unter anderem via eBay verkauft. Erstmals zeigen Ermittler den Warenbestand einer Planenschlitzerbande. Wir befinden uns auf einem Gelände in Tschetschen, wo die Polizei Lagerhäuser betreibt. Wir lagern hier die Beute, die wir bei den Dieben beschlagnahmt haben. Die Bande klaute in Deutschland, Tschechien und anderen Staaten der Europäischen Union. Wie ein richtiges Warenlager. Die Hehler konnten auch direkt vor Ort kaufen. Es gibt alles, was das Kundenherz begehrt. Sogar Reifen waren im Angebot. Hier haben wir Fahrräder von ungefähr 2.000 Zloty bis zu 12.000 Zloty. Das sind umgerechnet 3.000 Euro. Kleidung. Typische Dinge für die Küche. Lebensmittel. Kaffee. Aber sie haben auch wertvolle elektrische Rasenmäher gestohlen. Hier sind LED-Bänder. Ein Karton kostet 250 Euro. Sie haben sich immer danach orientiert, was die Hehler an Ware wollten.
Es sollte wertvoll und neu sein. Es gelang ihnen auch mal, Kaugummis zu klauen. Das sind 100 Kilogramm Kaugummis, verpackt in 158 Kartons. Allein die Kaugummis haben einen Verkaufswert von über 30.000 Euro. Alles hier hat einen Gesamtwert von 5,5 Millionen Zloty. Die Waren haben wir bei einer Razzia gesichert. Demnächst soll gegen die Gruppe Anklage erhoben werden. Die geklauten Waren in der Halle werden gespendet, weil die Versicherungen die Speditionen längst entschädigt haben und keiner die Ware zurück will. Den Schaden haben übrigens wir Verbraucher, denn am Ende müssen wir höhere Preise bezahlen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Spiegel TV gibt es wieder am kommenden Montag, dann mit meiner Kollegin Maria Gress. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut. Tschüss. Hintergrundinfos zu aktuellen Recherchen? Folgt uns einfach auf Twitter oder Facebook.